Prost, die Herren. Prost. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 295. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Mit freundlicher Unterstützung von Flatter, von Patreonen und von Wukonik.com, der Internetagentur aus Graz. Österreich. Das auch. Von Jörg, vielen Dank an dieser Stelle. Als Klebemonster. Klebemonster und alle Feedbacker und überhaupt alle, die uns hören. Geht's weiter? Wer bist du? Ja, ich bin der Horst. Wer bist du? Ich bin der Stefan. Und du? Ich bin der Dennis. Okay, passt. Damit haben wir, ja, wer heute nicht dabei ist, ist der Gregor, der pausiert ein bisschen, wird aber hoffentlich bald wieder ab und zu kommen. Machen wir den Teaser? Worüber reden wir heute? Habt ihr Themen mitgebracht? Eines, bitte sprich. SimCity Build It. Okay, da bin ich selber mal gespannt. Ich habe mehr Stories im Zusammenhang mit Tanzpartner suchen. Ich wurde vom 12-Jährigen gemobbt und hatte eine kleine Identitätskrise. Entschuldigung, da muss ich lachen. Das klingt ziemlich seltsam. Ich bin der Erzähler aus meinem Leben. Ja, ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Hast du wieder Kopfhörer getestet? Du hast doch einen gewissen Hardware-Kauf-Hunger. Aber ich habe noch nichts getestet. Also, wenn ich fertig bin in 2 Monaten, kann ich von erzählen. Ja, also, ich bin selber... Nee, da kann man nicht drüber erzählen. Ich habe es leider wieder vergessen. Ich werde es nachliefern dann. Tja. Jo. So wird alles. Haben wir Termine zum Ankündigen? Du hast einen Termin anzukündigen. Ich habe die PyCon SK anzukündigen in Bratislava dieses Wochenende. Also wenn der Podcast draußen ist, sollte es sich gerade noch ausgehen, dass man hinfahrt. Ich habe mit deinem Organisator der Linux-Wochen Wien gesprochen. Oder eigentlich der Linux-Tage Wien, sollte ich ja sagen, weil das Ganze drum, das Große drum heißt Wien hat Linux-Wochen. Das in Wien heißt Linux-Tage. Und die suchen noch Sprecher. Ach so, Sprecherinnen. Ja, ich sollte mich mal melden. Voll vom Programm her. Okay. Da, gut zu wissen. Wie heißt das? Call for Participation ist noch offen. Mhm. Also man kann sich noch anmelden, einreichen Sachen. Und weißt du Näheres über die Pi-Days, die im Rahmen der Linux-Wochen stattfinden werden? Nö, aber du? Ja, ich weiß auch nichts Näheres. Ich weiß nur, dass sie angeblich stattfinden im Rahmen der Linux-Wochen und dass ich angeblich einen Tisch dort habe, aber mehr damit hat sich es auch schon. Und sonst, es gibt einen Maker Faire Wien, da habe ich jetzt definitiv einen Tisch, ist die Zusage gekommen, Termin bitte in den Shownotes nachlesen. Ich glaube, es ist erst im Mai, also relativ weit weg. Ist das wieder auf der gleichen Location? Ich weiß noch nichts also genau, ich werde verlinken. Übrigens, auch dieses Wochenende ist, glaube ich, die Woman Tech Makers in der TU Wien. Also wer nicht nach Bratislava fahren kann, kann dorthin. Das heißt, dort bist du nicht, weil du bist in Bratislava? Ganz genau, ja. Ich bin in Bratislava. Ich habe gesehen, 2 Bekannte von mir sind dort Speakerin bzw. Speaker. Aber ich habe gar nicht mitgekriegt, dass das schon diese Woche ist. Das heißt, da muss ich bitte in den Shownotes genau nachschauen. Es sind auch in den letzten Shownotes, glaube ich, verlinkt. Nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle. Die Laura Cetano spricht über Rails Summer of Code und Beitragen zu Open-Source-Projekten im Zuge dessen. Und der Ramon, dessen Nachname ich nicht richtig aussprechen kann, weil er Chilene ist und daher der Nachname Spanisch ist, schreibt dort, dass ich Uidobro, spricht über das Unterrichten von Gosu. Das ist eine Spielebibliothek, die in Ruby geschrieben ist und als Nachmittagsaktivität unterrichtet er das an der internationalen Schule in Wien. Nett. Und darüber, über dieses Unterrichten erzählt er da bei der Human Technik. Spielebibliothek in Ruby, das klingt gut. Yep. Okay, Feedback haben wir, glaube ich, keines, oder? Nichts gesehen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Haben wir Tech-Meldungen, die anliegen?
Ja, ich hätte etwas. Und zwar folgendes. Letztes Jahr auf den Linux-Tagen, also 2016, habe ich mich mit einer unterhalten. Oh, das Essen ist da. Und alle gleichzeitig, das heißt, wir können jetzt alle nicht weiterreden. Dankeschön. Dennis, du hattest ein Tech-Thema. Ja, ich fange nochmal von neu an, weil ich nicht mehr weiß. Ich stand ja sowieso am Anfang. Ja, und zwar letztes Jahr auf den Linux-Tagen in Wien 2016 habe ich mit einer gesprochen und sie meinte, sie benutzt kein Signal aus folgendem Grund. Sie hat keinen Play Store installiert, das ist ja der Shop von Google, weil sie ja, das nicht mag. Sie mag nur Open Source und das ist nicht Open Source, also möchte sie es nicht benutzen. Signal ist Open Source, ist aber nur über den Play Store erhältlich. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit für Sie, auf Ihrem Mobiltelefon es war mal es zu installieren. Ja, aber die wurde, war nicht offiziell und die wurde wieder gelöscht, weil sie haben Urheberrecht angekündigt. Ja. Also ja, damit war sie wieder weg. Und jetzt ganz neu ist, dass Signal auch außerhalb von Play Store verfügbar ist. Gibt es ein Git-Repository oder was? Open Source war es bisher auch schon jetzt, aber jetzt gibt es halt die Änderung, dass es halt installierbar ist. Mhm. Nicht nur, dass man es selber kompilieren muss und so weiter. Ja, den Link werde ich in die Shownotes stellen. Bitte. Sehr cool. Das heißt, Signal ist jetzt zugänglicher sozusagen, außerhalb vom Play Store. Der Grund, weshalb Signal nie außerhalb erreichbar war, waren Sicherheitsgründe. Mhm. Weil wenn man es außerhalb irgendwo hat, also es waren eigentlich allgemeine, es war nicht auf Signal bezogen, weil dieser Play Store soll natürlich dafür sorgen, dass niemand sich so schnell Malware einhandelt. Mhm. Und der Play Store, da wird halt mehr darauf geachtet, dass da keine Malware drin ist und es wird eher geprüft, während Drittquellen sind, naja, man weiß es halt nicht so hundertprozentig. Und irgendjemand könnte halt eine Signal-App irgendwo hinstellen, die eigentlich eine Malware ist. Und aus dem Grunde haben sie gesagt, es gibt es nur offiziell im Play Store. Was sie jetzt zu einem was anderem bewegt haben, das weiß ich nicht genau. Da habe ich jetzt noch nicht genau nachgeforscht. Du hattest einen Critical Mass-Termin vergessen zum Ankündigen. Ja. Ich glaube, es ist diese Woche am Freitag. Zumindest habe ich das gelesen. Und das wäre dann, nachdem heute der 8. das 7. ist und es sind bis Freitag noch 3 Tage, ist es der 10. Aber ich habe immer in Erinnerung, dass der 3. Mars... Ja, ich auch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Woche ist. Aber wir schauen auf jeden Fall und schreiben es dann auch wieder in die Show. Wird diese Show uns geschrieben. Ich habe eine wahnsinns weltbewegende Tech-Meldung. Und zwar, ich habe es mit Hilfe von einem Freund, also eigentlich er für mich, zusammengebracht, dass ich endlich wieder PGP verwenden kann mit meinem Mail-Envelope-Plugin, das direkt sich in den Browser einklingt, wo ich per Gmail die E-Mails abrufe. Und Grund des Scheiterns war aus irgendeinem Grund, ich nehme an, bei irgendeinem Firefox oder Chromium-Update hat das Plugin beschlossen, dass es meine Private und Public Keys nicht mehr kennt. Und deshalb auch immer eine Fehlermeldung geschoben. Und man hat jetzt äußerst mühsam extrahieren müssen, diese Tools, und dann über so ein Web-Browser-Fenster importieren in das Plugin. Und seitdem geht es wieder. Magst du aber einen Thunderbird? Nein, ich habe keinen Thunderbird mehr, schon seit Jahren. Warum ne? Der wurde immer langsamer bei mir. Aha. Und, ja, und ich bin auch drauf gekommen, dass mein Computer öfter kaputt geht, als das Gmail kaputt geht. Also, weil ich ja doch immer wieder irgendeine brandneue Ubuntu-Version irgendwie auf ganz abenteuerliche Art installieren muss und wieder besseren Gewissens. Du benutzt also kein Matt für E-Mails? Nein, aber ich habe mit Begeisterung damals in den 90er Jahren, als Dinosaurier die Erde bewandelten, habe ich Pine benutzt. Das war so ein Kommando. Der war nett. Und der ist süß. Und den Editor gibt es, glaube ich, jetzt noch. Den sehe ich immer, wenn ich mit Git... Pico, ja, nee. Der Pico, ja. Ja. Das ist der. Stimmt. Der hat so Short-Keys, Ctrl-O, Ctrl-X und so. Wenn man Git Commit-Messages macht, kommt er. Dann bin ich ganz nostalgisch. Aber der war damals cool, mit dem habe ich E-Mail und Newsgroups gelernt.
der kommt. Ah, dann ist das Nano. Ja, ja, dann, aber okay, Nano ist halt von Pico abstammend, okay, okay, mehr oder weniger logisch. Aber an Pine mit Pine Newsgroups lesen, das war was. Matt ist im Prinzip ein gedanklicher Nachfolger, es ist halt konsolenbasiert und ich liebe ihn. Aber jetzt zu dem Plugin, zum Mail Envelope Plugin. Mhm. Konntest du wenigstens deine alten Schlüssel weiterhin verwenden? Oder ja, ja, das hat, okay, es hat auch, also mein System war unschuldig. Also hätte ich über die Kommandozeile PGP gewerkelt, was mir einfach zu mühsam ist, dann hätte das alles nach wie vor funktioniert. Aber ich wollte das ja so in einem schicken Browserfenster haben, dass ich wirklich nur mit der Maus. Also das verwendet ihr das lokal installiert? Ja, ja, PGP. Ja, nur aus irgendeinem Grund hat er irgendwie wahrscheinlich den örtlichen Cache gelöscht oder sonst irgendwas getan. Ach so, okay, das und heißt. Das macht er das mit im Thunderbird eher. Das verwendet er das lokal installiert. Ja, das ist klar, aber dass der Browser, das war mir neu. Ich habe damit mich nie beschäftigt, weil ich halt kaum PGP verwende und in Matt war es eigentlich immer kein Problem. Das ist einzige Problem war, ich habe so viele PGP-Adressen, also Schlüssel in meinem Schlüsselbund, dass das mehr Schlüssel sind, als dieses kleine Browserfenster akzeptiert hat. Das heißt, man hat zwar eine externe Datei importieren können, aber da hat es sich dann aufgehängt, weil das zu groß war. Jetzt muss ich die irgendwie splitten und dem das zuzahlweise beibringen. So, ja. Aber immerhin, man kann mir jetzt wieder verschlüsselt schreiben. Und das hat man eh können. Ja, ja, ich kann es jetzt auch lesen. Ich habe das ja konsequenterweise weitergemacht. Ja, ich habe mich auch konsequenterweise geschämt über die Monate, über Jahre. Und du hast, das Einzige, was du nicht konntest, war signiert verschicken. Na, lesen hat das auch nicht können. Also lesen hat es können, aber war halt verschlüsselt. Ne? Ich meine, Mails verschicken waren nie signiert von ihm. Weil dafür hätte er einen Schlüssel benötigt. Ja, das habe ich auch jetzt noch nicht so vor. Ja, ich könnte eigentlich wieder signieren, eigentlich. Das kann ich. Ja, vielleicht sollte ich auch mal wieder machen. Schon, um die Leute zu verblüffen. Ja, ja, überhaupt. Na, aber was ich mir jetzt vorgenommen habe, da ich jetzt so stolzer PGP-fähiger Super-User bin, werde ich irgendwie verschlüsselten Blödsinn auf Facebook posten und in diverse soziale Netzwerke einfach aus Gaudi. Dann ganz also den Klartext, also so an Stefan oder so und dann einen verschlüsselten Blog mit irgendeinem seltsamen Foto. Und das dann verschlüsseln. Ja, das Foto nicht, das Foto im Klartext, aber die super Bildüberschrift, was jeder lesen will, so, wer ist denn das jetzt? Das ist dann, kann dann halt wirklich nur der lesen, ja, den es was angeht. Und mache ich das Post-Public. Und irgendjemand sollte dann darunter dann schreiben, Horst Lohl oder sowas. Genau, ja, ja. Ja, wirklich. Genau. Mann, dieses Arsch. Oder sowas. Nein, ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen, mehr Bash-Scripts zu schreiben und wieder ein bisschen aufgefrischt. Es gibt eine sehr hübsche Seite auf ubuntuusers.de über Bash-Scripting, wo man sich wieder quasi auf Stand bringen kann, die nicht allzu viel Lesearbeit ist und man hat so alles Wichtige drinnen. Das die findet man einfach unter ubuntuusers.de. Und dort, und dort einfach nach Bash-Scripting suchen und das ist ein ganzer Artikel und der ist sehr schön lesbar. Ein Lob an die Herum. Die haben unheimlich viel Material. Die Ubuntu-Users wirklich auch pflegen und schauen, dass das nicht total verschimmelt, das Wiki, weil es ist ja relativ gut im Schuss eigentlich. Ja, ja. Für so ein großes Wiki. Und auch wird ziemlich aktuell gehalten. Ja, an dieser Stelle müssen wir uns bei Sven Gukes entschuldigen, dass wir die böse Shell mit B erwähnt haben. Ich finde den immer voll okay. Ja, also. Ja. Aber du kannst doch die Z-Shell verwenden. Ja, das wollte ich damit ausdrücken. Vielleicht für Leute, die noch, uns immer noch zuhören, obwohl sie es nicht verstehen, was ist eine Shell? Das ist das Ding, wo, also prinzipiell gibt es zwei Arten von Shells. Aber wir beziehen uns jetzt gerade auf die Konsolen-Shell, das ist da, wo man die Befehle eingibt. Das also in der Konsole. Eingabeaufforderung. Ja, also da, wo man den Prompt sieht, also wo man sich gerade befindet, auf welchem Rechner, in welchem Verzeichnis. Meine Schüler sind immer überzeugt, wenn sie das offen haben und ich zeige ihnen halt dann, wie man irgendwas tippt, upgrade, install, dann hacken sie, dann sind sie Hacker, weil sie die Kommandozeile benutzen. Ja. Ich vermute, das kommt irgendwie aus den Matrix-Filmen oder so. Da wollen sie mal hacken und dann sind sie total zufrieden, dass sie irgendwas über die Konsole machen können. Sie sind sehr stolz, wenn die neuen Mitschüler das nicht können. Ja. Reines Styling. Voll cool. Für mich ist das ganz normal. Also, ja, ich benutze ein KDE, aber jedes Programm, oh cool, ich starte alles über die Shell. Tja. Ich
kann erwähnen, dass es mir gelungen ist, XCOM 2 anzuspielen. Aber leider nur sehr kurz über den Steam-Account eines Freundes, der mich besucht hat. Und ja, also ich werde es kaufen, aber ich warte mal ein paar Monate, ob nicht irgendwelche Erweiterungen rauskommen und ob es dann so ein ganzes Bündel gibt mit allen Erweiterungen zu einem netten Preis. Ja, das war gut. XCOM 2 ist der Nachfolger von XCOM, das wieder ein Remake ist der originalen UFO- oder XCOM-Spiele, also so taktische, rundenbasierte Spiele, wo Außerirdische die Erde unterjochen und man muss so ein Squad-based Tactical Game mit Strategie teilen, muss man den rundenbasierten Kämpfen halt erledigen und dann die Beute erforschen und bessere Waffen bauen und so. Für Leute, die zu viel Zeit und kein Leben haben. Der Stefan schaut gerade sehr kritisch. Nein, ich hatte die Woche auch zu wenig Zeit und daher zu wenig Leben. Ja. Weil ich ein paar Tage SimCity BuildIt installiert hatte auf meinem Tablet. Langsam. Du hast was installiert? SimCity BuildIt. SimCity BuildIt. Ja, das ist einfach die SimCity für Android. Ja. Und das ist so ein Stadtaufbauspiel und das hat einen interessanten Effekt, dass man relativ lang spielen kann, ohne Geld einzuwerfen. Allerdings dann hängt man quasi, weil dann muss man warten. Dann kann man entweder Geld einwerfen oder man wartet. Und wenn man dann gewartet hat, dann ist sozusagen der nächste Schritt vom System wieder fertig, dann kann man wieder weiterspielen. Und auf diese Art und Weise entwickelt man gewisse Abhängigkeit dann zu dem Spiel, dass man das dein Tagesrhythmus hat sich nach dem Spiel gedreht. Wenn es nur der Tagesrhythmus gewesen wäre, aber es war dann zeitweise so, dass ich im Stundentakt auf dieses Tablet geschaut habe, um zu schauen, ob ich nicht doch wieder weiterspielen kann. Und nach 3 Tagen habe ich beschlossen, so geht das nicht weiter. Und jetzt habe ich, oder 4 Tagen, und jetzt habe ich das wieder gelöscht. Da müsste man sozusagen immer wieder einwerfen. Ja, das ist so nicht das Konzept, du wirfst einmal Geld ein und dann kostet nichts. Sondern es ist das Konzept für Spielmünzen im Spiel, wirfst du immer wieder Geld drauf. Das ist das Straßendealer-Modell. Der erste Schuss ist gratis. Ja, ganz genau. Genau das Modell. Diese Spiele hasse ich wie die Pest. Also ich habe 2 Stück angefangen, nie wieder. Ich mache solche Spiele nie wieder. Ich bin auch nicht bereit, für solche Spiele zu bezahlen. Für ein Vollpreisspiel Geld hinzulegen, okay, aber sowas nicht. Und es ist echt gut gemacht. Also es ist unheimlich putzige Grafik. Mhm. Es ist auch von der Simulation her sehr nett und so. Es ist wirklich bezaubernd gemacht. Es ist ein richtiges Aufbauspiel. Du baust dann Komponenten, machst aus den Komponenten in anderen Fabriken dann wieder andere Komponenten und daraus wieder neue Komponenten. Also mit so Wirtschaftskreisläufen. Genau. Es ist so, genau. Victorio. Aber es geht darum, eine Stadt aufzubauen. Im Unterschied, Factorio baust du ja Fabrik. Eine Fabrik, ja. Aber das klassische SimCity damals von den 90ern, das ging ja so um Stadtplanung. Das ist da auch drinnen, weil du baust eben zum Beispiel auch Fabriken und da gibt es billige Fabriken, die machen mehr Dreck und dann saubere Fabriken, die kosten mehr. Mhm. Und die billigen, die haben dafür einen größeren Radius der Stadt, den sie verschmutzen. Das bedeutet, dass dort die Bewohner unzufriedener werden. Und wenn sie unzufriedener werden, zahlen sie weniger Steuern. Das heißt, du kriegst wieder weniger Geld. Also du musst tendenziell darauf achten, dass die schmutzigen Fabriken irgendwo am Stadtrand draußen sind und das Wohngebiet. Das hast du richtig gesagt, Industrieviertel. Genau, Industrie. Das lernst du dann auch im Laufe des Spiels. Und dann gibt es Straßen, jedes Haus ist nur dann bewohnt und auch jede Fabrik ist nur dann funktionabel, wenn es an einer Straße liegt. Das heißt, du musst das auch Straßen anlegen, was an und für sich nichts kostet. Aber wenn dann zu viel Betrieb ist in der Stadt, dann bilden sich Staus, dann musst du die Straßen erweitern, das kostet dann wieder was. Wenn du daher nicht darauf achtest, dass dein Straßennetz schön kurz und knackig bleibt, dann hast du sehr viele Straßen. Also du trinkst das, was du ordentlich gefordert. Total. Also was ich baut gehabt habe, Wolkenkratzer schon und so weiter. Und hast du dann so eine Online-Rumprotz-Funktion? Schaut es, wie gut meine Stadt schon ist? Oder ist es? Es hat Online-Komponenten. Du kannst anderen Leuten was verkaufen und selber von anderen Leuten kaufen. Also es gibt sozusagen einen Marketplace für die Sachen, die du erstellt hast. Rumprotzen, ja, in gewissem Sinn schon, weil andere Leute können sich deine Stadt anschauen und sehen, wie weit du bist im Bau. Das ja. Aber du hast keine wirklichen persönlichen Kontakte in dem Spiel. Also zumindest nicht auf dem Level noch gehabt. Aber die Grafik ist unheimlich nett gemacht. So die unterschiedlichen Häuser und die Autos fahren durch die Gegend, die Feuerwehrauto und dann gibt es wieder Brandstifter, dann geht wieder ein Haus in Flammen auf, wenn man nicht in der Nähe eine Feuerwache
angelegt hat und dann beschweren sich die Sims nach einiger Zeit, wenn es kein Abwassersystem gibt, dann muss man ein Abwassersystem bauen und dann zuerst einmal ein Wassersystem muss, sie beschweren sich, dass sie so stinken und sie wollen auch endlich duschen und so, also die Meldungen sind auch sehr nett, es kommen dann immer so Versprechblasen, wo man dann draufklicken kann, also zuerst ist sozusagen nur die Nachricht, da will wer was sagen und klickst drauf, dann ist halt der Sprechblasentext. Du siehst so, was dein Volk denkt, denn pro Haus gibt es dann so eine Sprechblase. Und dann so Meldungen wie, stellt euch vor, wir wären nur Charaktere eines Spiels. Ja. Aber wo denkt ihr denn hin? Das ist sehr nett, ganz sicher. Solche Meldungen, ja, das ist absolut sehr nett gemacht. Das ist, wenn der... Das ist zwar schon ein Durchdringen der vierten Wand, aber irgendwie so passiv. Das ist auch interessant, ja. Das 3D-Grafik, also das Ding kann man... Es ist eigentlich... am Anfang glaubt man, es ist nur so isometrische Grafik, aber es ist voll 3D, drehbar und zoombar und so. Das ist auch sehr hübsch gemacht. Na, absolut. Sehr nett. Ja. Ja, cool. Da kann man Jahre versemmeln in dem Spiel. Also wer kein Leben haben will, SimCity. Ich habe ihn da aufgehört. Und für das Handy ist aber zu klein, also man sollte schon ein Tablet haben. Bei deinem Handy kann es wahrscheinlich schon wieder nicht. Na, eher fast das Tablet zu klein, würde ich sagen. Also, und mein Tablet ist was sind das, so 10 Zoll mit halbwegs ordentlicher Auflösung. Gefühlt zoomt man sehr oft rein und raus. Einmal zoomt man raus, um einen Überblick zu kriegen, und dann zoomt man wieder rein, um die Details auch zu sehen und um exakte Elemente zu erwischen. Das haben sich ja Leute beschwert, dass die Spielwelt kleiner geworden ist bei SimCity. Mit einem Update haben sie es einmal verkleinert. Also du kannst nicht so frei planen, wo du was hinstellst, sondern du hast am Anfang nur ein relativ kleines Areal. Aber auch dieses relativ kleine Areal ist so gefühlt 3 Bildschirme hoch und 3 Bildschirme breit. Also du scrollst dann eigentlich dauernd doch herum. Also da wird sich, glaube ich, schon noch was optimieren lassen, was so das User-Interface angeht. Also es ist relativ viel Herumgewische am Tablet und Herumgezoome. Nein, aber sie haben es echt sehr hübsch gemacht. Und das User-Interface ist für Tablet echt gut gemacht. Das ist sehr intuitiv alles und ja, sehr, sehr klar. Und du fasst es nie wieder an. Und ich fasse es nie wieder an. Ja. Dennis, hast du noch was Schönes? Ja, ein richtiges Techie-Thema. Bitte schön. Oh je, jetzt werden die meisten abschalten. Und zwar tut es in die Cloud, da ist es sicher. Das ist ein Ausspruch von Fefe. Also, der schreibt das des Öfteren und ja, er hat vollkommen recht. Also, ich bin jetzt derzeit über die Arbeit auch im Thema Cloud involviert. Wir beschäftigen uns mit Docker, mit GCE, also der Google Cloud Engine und dergleichen. Und ich habe letztes Jahr bei den Linux-Tagen in Wien sogar einen Vortrag gehört über die Sicherheit von Amazon und was man da alles beachten musste und wie kompliziert das im Endeffekt ist. Und ja, wenn ich bedenke, wie kompliziert das bei Amazon ist, da lohnt es sich schon fast wieder, einen Server zu Hause zu stellen. Also Firma zu Hause. Und ja, wenn ich jetzt so bedenke, Cloud Bleed ist jetzt das Neueste. Okay, heute kam schon was Neueres, aber Cloud Bleed... Cloud Bleed heißt so wie Bluten. Ja, genau. Angelehnt an, wie heißt das nochmal? Heartbleed. In diesem Fall handelt es sich um... Ein Error oder was? Ja, das war ein Fehler, also ein Bug bei Cloudflare. Das ist ein Anbieter für einen Service, dass sie DDoS-Attacken abfedern für einen. Das heißt, man hat seine eigenen Server, das ist noch nicht Cloud, man hat ja seine eigenen Server. Und sagt dann Cloudflare, okay, ich möchte gerne, dass ihr die Webserver zur Verfügung stellt. Und alle Anfragen, die reinkommen, schickt ihr dann an meinen Server weiter. Dafür sorgt ihr dafür, dass ihr DDoS-Attacken abwehrt und statischen Content können sie zwischenspeichern. Das heißt, der wird einmal abgefragt, mehr nicht. Das ist deren Angebot und damit verdienen die ihr Geld. Was sie gemacht haben, ist unter anderem etwas, dass jede Seite, die ausgeliefert wird, jeder Link, der HTTP beinhaltet, also
auf HTTPS umzuschreiben. Das heißt, alles wurde von HTTP auf HTTPS umgeschrieben, wenn man es haben wollte. Und das gab es tatsächlich, dass das Leute haben wollten. Und darin war ein Bug. Weil dafür muss man den HTML-Content, der ausgeliefert werden soll, parsen. Und der Parser war leider mit einem Bug versehen, so dass man auch was lesen konnte, je nachdem, was man eigentlich hätte nicht lesen können. Und dazu gehören auch Passwörter, Benutzernamen und dergleichen. Ich habe einen einzigen Anbieter wohl, der Cloudflare benutzt. Das ist Bitwala. Die habe ich bisher noch nie genutzt, aber ich weiß jetzt dadurch, dass ich bei denen Account habe, dass die betroffen sind. Sie schicken vorsichtshalber, man soll seinen Benutzernamen und Passwort ändern. Und hier auch direkt ein Appell, tut es. Unbedingt das ändern, weil, ja, ihr könntet betroffen sein. Was ich beachtlich finde, ist, dass Cloudflare tatsächlich eine Statistik darüber führen konnte im Nachhinein, wie viele Anfragen betroffen sind. Sie konnten auch schauen, wer betroffen ist. Und darüber, ja, wie oft der Bug überhaupt aufgetreten ist. Das konnten die auch im Nachhinein alles sagen. Das heißt, sie speichern unglaublich viele Daten. Und ja, jetzt ist die Frage, soll man jetzt diesen Service weiterhin beanspruchen, weil DDoS-Attacken sind inzwischen besonders im E-Commerce ein Problem. Oder soll man alles selber hosten und tatsächlich dann das Geschäftsmodell kaputt bekommen, dadurch, dass jemand eine DDoS-Attacke auf einen durchführt. Also hier ist es wirklich schon eine schwierige Frage, ob Cloudflare gut ist oder schlecht. Also es hat einen Nutzen, weil DDoS-Attacken sind inzwischen ein Problem. Aber ja, tut es in die Cloud, es ist dort sicher. In diesem Fall muss ich sagen, es ist ausnahmsweise mal wirklich eine schwierige Frage. Karteikarten wieder verwenden, das war besser. Ja, da gibt es auch keine DDoS-Attacken. Genau. Stefan, hast du was Schönes? Ja, ich wollte noch was erzählen, das mich erinnert. Ich bin wieder mal gestolpert über die zweite Webseite von Richard Hemmer, den wir ja alle von Zeitsprung kennen, vom Geschichte-Podcast. Und seine zweite Webseite heißt Self-Hosted Web, wo er publiziert eben Alternativen zu so Cloud-Services, die man selbst hosten kann, wenn man eben selber Infrastruktur hat und dann sich das Service selber laufen lässt. Das sind Eigencloud sozusagen, so wie genau. Wie heißt die OnCloud? Zum Beispiel, das wäre ein Beispiel dafür, dass er publizieren oder wo er einen Artikel darüber auch schon geschrieben hat, aber ein paar andere Sachen auch, also RSS-Reader zum Beispiel und so weiter. Das hat mich wieder erinnert, dass ich in letzter Zeit mir mal überlegt habe, auch schon ein bisschen was bei meinem eigenen Mailing umzuschauen. Und dann habe ich so weiter recherchiert und weiter gesucht. Und habe mir gedacht, gibt es nicht zu diesem Thema auch eine Awesome-Liste? Awesome, was ist das? Super ist Awesome. Okay. Okay. Mhm. Und es gibt zu fast jedem Thema eine Awesome-Liste auf GitHub, unter anderem auch zu Self-Hosting. Also man sucht nach GitHub und dort nach Awesome. Ja, und jetzt dann eben in dem konkreten Fall ist es halt Awesome Self-Hosted. Und da findet man dann eine Liste von, ich weiß nicht, 300, 400 so gefühlt, von solchen Services, die man sich eben selber installieren kann und auch wieder dann Mischungen von so Services, also so nach dem Motto, krieg dir deine eigene Cloud zu Hause zusammen und du kriegst dann eine dockerisierte Variante von 27 Services, die alle miteinander richtig konfiguriert sind und so weiter. Momentan bin ich ein bisschen überfordert von der Liste, aber wenn man sich ein bisschen Sachen anschauen, eben so rund ums Mailing, wenn mich da ein bisschen was interessiert, also ich hätte ganz gerne Sache, die schlüssig in sich konfiguriert hat. Vor allem Mail und Kalender, das soll einfach schlüssig in sich funktionieren. Da gibt's aber was hast du jetzt für ein Mail-System? Postfix und als Mail-Server Postfix. Dovecot? Und Dovecot und als Webfrontend davor noch einen Roundcube und das war es im Großen und Ganzen. Spam-Filter mache ich lokal bei mir im Thunderbird, was schon mal sinnlosen Traffic erzeugt, also ein Xi-Filter und so, das möchte ich mir auch machen, solche Sachen, das am Server gehabt. Postgre. Das ist auch eine Variante, genau.
werde ich demnächst sogar was online stellen auf meiner Homepage. Ich habe mir zeitlang jetzt überlegt gehabt, ob ich mir installieren soll iRedMail. Das ist so ein Meta-Paket oder Produkt. Also das gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Das eine ist Community Edition sozusagen, wie üblich, kostet nichts, dafür kann es weniger. Und die andere ist die, wo du dann Scheinchen drauf wirfst. Und dann hat es ein hübsches Webinterface. Und das ist eben so ein Bundling von den Komponenten, die wir gerade erwähnt haben, und noch ein bisschen Kram mehr. Ich glaube, irgendwas noch für, was gibt es? Es gibt auch noch Admin-Interface zum Beispiel, um sich neue Subdomänen anzulegen und so Zeug. Das haben wir ja bisher nirgendwo erwähnt bei den Komponenten. Ja. Da gibt es zwar auch so Sachen. Oder zum Beispiel auch neue Mail-Accounts in einem Webinterface. Also da gibt es auch für den Postfix eigentlich ein Postfix-Admin, glaube ich, heißt das Ding. Das ist aber auch nicht so wirklich komfortabel. Also so. Und rund um dieses Thema gibt es, glaube ich, 7 oder 8 so Bundles, wie eben iRedMail, habe ich jetzt gefunden, und die werde ich mir in nächster Zeit etwas genauer anschauen. Aber ich habe schon so gesehen, beim Drüberfliegen, bei jedem Ding ist irgendwie was dabei, wie ich es nicht haben will. Also es ist dann sozusagen wieder so ein Abwägen von den Sachen, was man haben will und was muss unbedingt dabei. Also ich will ja auch nicht sinnlosen Kram drauf installieren, das ist das eine. Und andererseits soll es aber das, was ich gern hätte, doch haben. Es soll halbwegs sicher sein, das Zeug. Es soll gut konfiguriert sein. Und ich möchte es ganz gern auch verstehen. Weil wenn ich da jetzt irgendeinen Kram installiere und dann bricht in 1,5 Jahren irgendwas, wie tue ich dann weiter? Kriege ich dann mein Zeug überhaupt noch gut raus, wenn das dann auf 17 Datenbanken verteilt ist? Ja. Also das ist einmal diese Sache, wo die jeweiligen Komponenten dann wieder ihren Kram ablegen. Ja, ich habe mich gerade erst mit OpenLDAP in Docker beschäftigt. Das ist ja auch so ein Thema. Ja, OpenLDAP ist nämlich wirklich ein richtiger Brocken. Ja. Und ich habe alles wirklich von Hand. Ich habe mit, Slabcat die Datenbank komplett von Hand erstellt. Es ist irrsinnig viel Aufwand. Ja. Ab wann zahlt sich sowas? Also LDAP ist ein Directory-Verzeichnis. Also im Prinzip sowas wie ein Telefonbuch, könnte man sagen. Ja, ich habe es auch vorher dafür. Ab wann zahlt sich sowas eigentlich aus? Nicht? Für wie viele User müssen es denn mindestens sein, dass es sich auszahlt, sich um diesen ganzen Overhead zu kümmern? Die Frage ist nicht, ab wann wie viele Benutzer es sich auszahlt, sondern was brauchst du in diesem Fall? Wenn du Baikanal oder wie das heißt benutzen möchtest für Visitenkartenverwaltung zum Beispiel, also V-Cards, damit man seine Mobiltelefone synchronisieren kann, das sitzt, glaube ich, nämlich nicht auf LDAP auf. Wenn du damit zufrieden bist, brauchst du wahrscheinlich kein LDAP. Aber wenn du ein Produkt nimmst, was auf LDAP aussetzt, dann rentiert es sich auf jeden Fall. Und ich möchte kein PHP bei mir laufen lassen, auch nicht in Docker oder sonst wo. Und ja, sagen wir mal, der Aufwand von OpenLDAP ist gewaltig. Und ich versuche derzeit ein Docker-Image zu erstellen, womit das Ganze annehmbar wird. Also das heißt, einmal eingeben und du bist glücklich. Aber ja, das ist schon ziemlich schwierig. Also, ja, Aufwandreduktion ist, glaube ich, in diesem Fall wichtiger als die Frage, wie viele Personen es sich lohnt. Das ist bei anderen Sachen dann vielleicht wichtig. Also, wie viel Zeit hast du bisher versemmelt? Für dieses, ich weiß nicht, ich glaube so 5 Stunden. Ja, über 2 Wochen hinweg. Also doch eine CSV-Datei. Die V-Cards. Ja, das kann das Produkt, was ich ausgewählt habe, nicht. Aber da rede ich irgendwann, wenn ich fertig bin, drüber. Ob es sich rentiert hat und so weiter, ich möchte nicht hier vorhin ein. Aber OpenLDAP. Kann man LDAP-Server schreiben? Es gibt einen, der hat das gemacht. Ja. Das ist Fefe. Das basiert, glaube ich, auf Dateien. Aber ich benutze OpenLDAP dafür. Ja, zum Thema Mail hätte ich nämlich jetzt auch gerade was. Und zwar, wie sehr man sich mit Postfix wirklich dafür sorgen kann, dass man keine E-Mails mehr empfangen kann. Und zwar habe ich dafür gesorgt, dass ich wollte eigentlich einen Spamfilter haben, aller HTML-Mails sind sowieso böse, ich block sie einfach. Aber versucht mal das in Postfix zu konfigurieren. Es ist mir gelungen, dachte ich, oh super, ich teste das auch direkt mal. Super, es wird abgelehnt. Ja, blöd war nur, dass Gmail zwar keine HTML-Mails versendet, aber einen HTML-Anhang zusätzlich hat. Text plus HTML. Und das hat dafür gesorgt, dass die auch nicht mehr ankamen, weil ich nämlich den Filter unterschätzt habe. Der filtert leider nicht nur den Header, sondern auch
sondern auch Anhänger. Das heißt also, Postfix, dem fehlt etwas. Und zwar, dass man da ordentlich filtern kann. Postfix heißt das? Ja. Und ich hätte gern irgendwas zum Filtern von reinem Header und nicht den Headern von den meinen Anhängen. Ja, das wollte ich nur mal loswerden, was mich geärgert hat. Und ich konnte Gott sei Dank nachvollziehen, welche E-Mails ich nicht empfangen habe und habe die Leute dann explizit angeschrieben, weil es in den Logdateien drin stand, wer mich versucht hat anzuschreiben. Also beschäftigt euch bitte nicht mehr mit Postfix. Es ist wirklich überhaupt Mail-Server. Ist gerade eine neue Version rausgekommen von Postfix. Ah, das habe ich noch nicht mehr mitbekommen. Ich empfehle es nicht mehr Leuten einfach mal zum Spaß, sich mit Postfix auseinanderzusetzen. Ich habe es gemacht. Ich bin inzwischen so gut, dass ich es betreiben könnte. Aber selbst ich mache Fehler. Es lohnt sich heutzutage nicht mehr. Wir nutzen Freemailer. Also, ja. Ich bin eigentlich ein Gegner von Freemailern, aber wechsel zu Freemailern. Das ist eigentlich schon wieder egal. Du wirst es nicht tun, stimmt's? Nein. Tja. Da, das, die Mails stelle ich noch nicht in die Cloud. Nein. Aber ja, meine E-Mails wurden von Gmail alle abgelehnt. Das war das Schlimme. Also D-Mark musste ich dann einrichten, nachdem ich DKIM und SPF schon drin hatte. Und jetzt lehnt es nicht mehr ab. Aber unglaublich, Gregor hat eine E-Mail von mir bekommen und er hat sie im Spamfilter dann erst gefunden. Aus irgendwelchen Gründen landen die tatsächlich trotzdem noch im Spamfilter. Und das, ich habe extra in D-Mark eingestellt, ich möchte nicht, dass die im Spamfilter landen, sondern dass Google sie erst gar nicht annimmt. Und trotzdem landen sie im Spamfilter. Und Gmail hasse ich inzwischen wie die Pest. Es ist so fürchterlich mit den E-Mails. Die benutzen outgoing-seitig nicht einen Mail-Server, sondern ganz viele. Das ist natürlich normal, aber sie versuchen es dann, wenn es nicht klappt, über einen anderen wieder. Und ich habe Graylisting eingestellt, damit bekomme ich die erst Stunden später. Das ist eine Katastrophe. Gmail macht da für sich selbst alles gut, aber es macht keinen Spaß mit Gmail irgendwie Mails auszutauschen. Also bitte lieber Hotmail benutzen. Oder Gmx. Oh Gott, web.de, da nimmt mein Mail-Server sie nicht an, weil sie nur HTML-Mails rausschicken, meines Wissens. Ja. Hat wer was zum Thema schöner Leben? Ich lebe nicht schöner. Du lebst nicht schöner. Derzeit, ich weiß nicht. Wahrscheinlich erst das nächste Mal. Wirklich. Okay. Du kannst ja andeuten, du suchst derzeit eine gewisse Hardware? Ja, ich suche derzeit Lautsprecher, weil ich keine derzeit habe, für meinen Verstärker und meinen Schallplattenspieler, damit ich die Schallplatten wieder genießen kann. Und wahrscheinlich werde ich wahrscheinlich mal auch einen neuen Verstärker anschaffen, weil mein ist noch komplett analog. Ich habe mir einen neuen Lautsprecher gekauft. Oh, was denn? Bluetooth. Nein, die suche ich nicht. 9,90 Euro. Sind das die, damit dein Handy mehr Lärm machen kann? Das sind die, damit mein Handy garantiert nicht in die Badewanne fällt, wenn ich beim Baden hören will, sondern schlimmstenfalls fällt dann der 9 Euro Lautsprecher ins Handy. Ja. Und der hat keinen Netzanschluss, also der kann sich nicht Akku, genau. Okay. Aber Lithium-Ionen-Akkus wird halt ein bisschen warm, wenn das Wasser dran kommt. Vielleicht. Das kann schon sein, dass der dann. Und das geht dann mit Bluetooth oder wie? Ja, genau. Der funktioniert. Das war so ein Konrad-Ding. Funktioniert ganz gut, das Teil. Überraschend viel Bass für die Größe. Also das ist, wie man vorhin gesagt hat, ein Brüllwürfel. Also du kannst ihn gerade so in einer Hand noch halten. Der wummert ziemlich im Bass raus. Also Text ist eigentlich nicht besonders gut zu hören, weil die Menschen dann zu basslastig werden alle miteinander. Aber Musik ist ganz gut. Und so allgemeines Zeug. Na, es hat mich überrascht, nicht so günstig, dass das durchaus ganz gute Qualität ist. Und aufladen einfach per USB-Anschluss, nicht am Computer, das geht ja nicht. Oder am Netzteil. Was ist die korrekte Bezeichnung für sowas? Ein Bluetooth-Lautsprecher? Ja. Bluetooth. Also ich finde Brüllwürfel fast viel besser. Wenn man es laut auftritt, dann... Brüllwürfel. Ja, genau. Wenn man es laut auftritt, dann scheppern die Dinger mit dem Gehäuse, so als Ganzes. Deshalb Brüllwürfel.
Ja, mir sind jetzt ganz viele Sachen eingefallen. Am Anfang der Folge habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich habe so viel vergessen. Aber ja, ich bin drauf gekommen. Irgendwas mit Lautsprechern, jetzt weiß ich nicht mehr was. Ach so, ja, genau. Was Interessantes entdeckt, okay, wer heise liest, hat sowieso mitbekommen, Lautsprecher, die man nicht per Bluetooth verbindet, die man nicht mit Kabel verbindet, sondern diese Lautsprecher legt man einfach nur unter das Mobiltelefon. Die machen mit Nearfield Communication? Nein, auch nicht. Die haben absolut, du kannst also theoretisch noch nicht mal, kannst ein uralt Mobiltelefon nehmen und das Ding funktioniert. Nur die Vibration verstärkt? Richtig, das Ding funktioniert angeblich induktiv. Das heißt, der Lautsprecher wird induktiv abgetastet, weil die Lautsprecher, Moment, das kann doch Quatsch, das ist doch Quatsch, die Lautsprecher in Mobiltelefonen sind doch gar nicht mit Induktion. Du recherchierst das Thema. Ja, also irgendwie hört sich das nach Quatsch an, ehrlich gesagt. Aber es funktioniert. Und sie sollen halt recht gut sein. Also das heißt, man legt die einfach nur auf den Tisch, Mobiltelefon drauf. Und dann verstärken sie halt das. Das wird homöopathisch funktionieren. Ja. So wie die Technikerkrankenkasse heute vermeldet hat, die Deutsche. Vertwittert hat, was immer. Homöopathie funktioniert, oder? Ja, so ungefähr. Das hat aber hier einen schönen Shitstorm wenigstens ausgelöst. Okay, das stimmt, bei FIFA habe ich was gelesen. Mhm. Ja, finde ich eine coole Idee, aber da muss ich mal recherchieren, wie das genau funktioniert. Ich dachte, ich hätte es bisher verstanden, aber nee, das kann ja nicht sein. Ja, und ich hätte noch etwas. Okay, und zwar ein Traum. Und zwar suche ich die Möglichkeit, Mobiltelefon mit einer richtigen Tastatur zu benutzen. BlackBerry bringt gerade ein Gerät raus. Viel zu teuer für mich. Ich will nicht so viel Geld dafür ausgeben. Motorola bringt gerade raus. Ja, die haben das Moto Z und Moto Z Play. Selber bringen sie keine Tastatur raus, aber es gibt eine Indiegogo-Kampagne für eine Anstecktastatur für das Moto Z und Moto Z Play. Also ein Moto-Mod ist das. Gibt es den Link in die Show Notes? Ja, werde ich definitiv tun. Ich bin nämlich wirklich heiß drauf. Ich will eine Tastatur, sieht super aus. Sie haben aber noch keinen Prototyp und das ist dann für mich, ich weiß nicht, es ist machbar, aber die Frage ist jetzt, sie haben immer noch keinen Prototyp und das ist schon ein Risiko. Sie sind angeblich gestern bei 20.000 gewesen und sie suchen 100.000 und es dauert noch fast einen Monat. Nach ein paar Tagen haben sie schon 20.000, damit noch ein paar Tage warten, sind sie dabei. Ja, also unterstützt sowas allgemein, nicht vielleicht dieses Produkt, aber Tastatur, das ist doch wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das keiner braucht. Viel Schreiber ist doch, ja. Und extra Bluetooth-Tastatur willst du nicht? Nee, die sind unpraktisch, weil entweder sind sie zu groß oder du musst irgendwie das unhandlich noch mit zusätzlich tragen. Aber dieses Ding ist an dem Mobiltelefon dran, magnetisch, kannst du ausfahren, sogar schräg stellen und dann hast du eine kleine Tastatur unten drunter, die man mit dem Daumen, also mit beiden Daumen, bedienen kannst und die Hand hält die Tastatur und da ist das Mobiltelefon fest dran. Und das Ganze ohne Bluetooth. Hoffe ich zumindest, sondern über die Schnittstelle, die das Mobiltelefon selber anbietet. Und das ist wirklich viel besser, finde ich, als alle anderen Lösungen. Also eigentlich eher ein Case für ein Telefon oder eine Schale drunten dran oder so. Naja, diese Motomods funktionieren so, da sind zwei Magnete hinten dran. Okay. Und das ist kein Case, sondern es wird nur hinten dran geklackt per Magnet. Und da gibt es halt derzeit eine Kamera, einen Projektor, Akkus, sogar zwei inzwischen, und Lautsprecher. Und das von verschiedenen Herstellern schon bereits. Die Kamera ist von Hasselblad, ist aber nicht besser als die drin schon strickt. Da gibt es negativ, ja. Und Akkus, damit du halt 5 Tage statt 3 Tage durchhalten kannst mit einer Akkuladung. Also ich finde das Konzept ziemlich gut. Und eine Tastatur, ich habe es mir schon gewünscht. Und ja, jetzt wird vielleicht ein Traum für mich wahr. Das heißt, wenn du dir sowas kaufst, berichtest du davon? Definitiv. Also ich bin heiß nach. Es soll $60, glaube ich, kosten. Kann ich den schöner Lebenteil eröffnen? Seid ihr ausgetechnet? Mhm.
Dann kann ich stolz verkünden, es ist mir nach langer Zeit gelungen, ein Buch auszulesen. Und zwar ein sehr dünnes, kleines Buch mit einem für Österreicher witzigen Thema, nämlich deutschen Humor. Und zwar von Horst Iwerz. Das Buch heißt Für Eile fehlt mir die Zeit. Und der Typ war mir sympathisch, weil er auch Horst heißt mit Vornamen. Und wirklich aber unsympathisch, weil er Deutscher ist? Das habe ich nicht gesagt. Er ist aus Berlin, das ist nicht ganz meine Humor, also ein bisschen zu weit nördlich für meinen Humor, aber ich muss sagen, er liest sich sehr lustig. Es sind lauter in sich abgeschlossene Kurzgeschichten aus seinem Alltagsleben, von dem er schwer überfordert ist. Und das Schöne ist, die Kurzgeschichten sind zwar in sich abgeschlossen, aber nehmen dann mit ein bisschen Zeitverzögerung so aufeinander Bezug. Also je mehr man liest, desto mehr lacht man dann über die ersten Geschichten, weil halt mit jeder Geschichte dann wieder ein Bezug kommt zu einer, so, die man schon gehabt hat. Also sehr nicht intellektuell, aber ein sehr nettes Lesevergnügen. Also einen hermeneutischen Zirkel über mehrere Geschichten? Ein bisschen. Oder? Es hieß doch so, hermeneutischer Zirkel. Ich glaube zu wissen, was du meinst. Und ja, ich möchte jetzt keine Beispiele geben, aber es ist einfach, er ist, wie soll ich sagen, der Titel heißt schon Für Eile fehlt ihm die Zeit und er ist auch sonst sehr schnell sehr überfordert von seinem Alltag und seinen Mitmenschen und schreibt halt, wie er dann trotzdem damit fertig wird. Also sehr, sehr lustige Alltagssituationen. Okay, schaut mich jetzt zu fragen, dann. Ja, Kurzgeschichten sagen mir was. Also eins, okay, ich gebe ein Beispiel, da schreibt er so, ein Kapitelchen ist, dass er philosophiert, warum seine Beziehungen gescheitert sind und er gibt dann ein Beispiel von einer Freundin, die wollte mit ihm tanzen gehen und dann wird halt so ein Dialog abgedruckt, so, sie sagt, na, gehen wir tanzen und er, ist das das, wo man sich so schnell bewegen muss und schwitzt und so und ja, also er mag lieber an der Bar stehen und Bier trinken und sie sagt, na, aber es muss doch eine Musik geben, wo du tanzt. Ja, das ändert immer auf Deutsch, also er will nicht tanzen und dann will er auch nicht, dass sie mit anderen Männern tanzt. Und, also, und ja, und da war wahrscheinlich irgendwo dann der Punkt, wo die Beziehung zu Ende ging. Also ich habe es sehr nett gefunden. Bitte? Was? Ich habe mich jetzt nicht gemeldet. Okay, ja, aber okay, ich hätte was, ja. Nichts, okay. Dann kann ich zur allgemeinen Rettung beitragen. Ich wurde von 12-Jährigen gemobbt. Ja, das... Ich nehme an, ihr wollt das hören. Und zwar, man kriegt alles im Leben zurück, ja. Und ich erinnere mich, wie ich so circa 11 oder 12 war. Damals hat es noch Münztelefone gegeben, die mit Schillingen betrieben wurden, ja. Und dann haben wir bösen Buben uns einen Spaß gemacht, irgendwo 2 Schilling einwerfen in ein Münztelefon, irgendeine Nummer zu wählen, also so gescheit waren wir schon, dass wir rausgekriegt haben, dass Nummern 6-stellig sind. Und dann haben wir gehofft, es hebt eine Frau ab und der hat dann irgendeinen Blödsinn gesagt, also ziemlich unanständig. Also heute würde man das wahrscheinlich Stalking nennen. Also, aber wir waren damals kleine. Stalking ist meist einer konkreten Person. Ja, nein, dazu waren wir nicht raffiniert genug. Also wir hätten ja auch im Telefonbuch, was dort auflag, nachschauen können. Oder das, so auf der Höhe waren wir da nicht. Naja, ja. Harmloser Kinderscherz. Auf jeden Fall haben die sich jetzt irgendwelche 12-Jährigen mit mir erlaubt und zwar sehr technisch raffiniert. Durch das ganze Tanzpartnerbörsen und so habe ich ein relativ intensives Datingleben. Also ich muss sehr viele Leute kennenlernen und Kaffeehaus und so. Und dann musst du. Ja, muss ich einfach. Ja, das ist kurz dazu. Und auf jeden Fall kriege ich auf WhatsApp kommt so ein Foto von einer sehr hübschen, blonden Dame und kein Name dazu, also ich habe sie nicht eingetippt und 3 versäumte Anrufe, ne? Und dann stand so Textmessage, ja, kann ich dich anrufen, eine Freundin hat mir deine Nummer gegeben, ja? Und für mich klang das dann nicht so unrealistisch, ja? Weil, ja, was weiß ich, vielleicht hat eine nicht mit mir tanzen wollen und dann gefunden, ich passe gut zu ihrer Nachbarin, man weiß ja nicht, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, na okay, hebe ich ab. Und dann war die Stimme doch sehr jung und aufgeregt, aber das haben wir dann gedacht, ja, die Stimme klingt circa 10 Jahre jünger als das Foto und das Foto ist circa 25, naja, manche haben halt eine sehr jugendliche Stimme, ja. Und ja, ja, also ob ich Single bin, habe ich gesagt, ja, ist auch kein Geheimnis, steht ja auch auf Facebook und überall drauf. Und dann, ja, ob wir uns treffen können, ja, und gefragt, was arbeitet und so. Und im Café und dann habe ich gesagt, ja, ich habe vor Mittwoch keine Zeit. Und dann ist da relativ oft dann so ein Anruf gekommen, ja, und wie schaust du aus und Foto und alles.
Und ich habe dann einfach auf die Facebook-Postings von meinen Ballbesuchen verlinkt, die public sind, da haben es genug zu schauen. Und dann ist noch mehr Meldungen gekommen, auch wieder so Anfrage aus einem Sprachchat, und dann habe ich gesagt, du, ich bin auf einem Ball, ich kann da jetzt nicht telefonieren. Ne? Und damit es was zu tun hat, habe ich dann gesagt, also du googelst meinen Namen, heißt Jens, auf YouTube findest genug, dann kann es auch schauen, wie es ausschaut. Und jetzt kommt's. Anscheinend ist die dann auf ein Bierdorfer-Video gestoßen. Und ich kann mir das jetzt nur so vorstellen, die Arme hat sich minutenlang ihrer wertvollen Lebenszeit, ja, ein Bierdorfer-Video angeschaut, der ja bekanntlich aus Standbild besteht. Und sich dann höchstwahrscheinlich dem Dennis sein Gequassel angehört. Und das dürfte doch irgendwie libido zerstörend gewesen sein. Weil nach circa 3 Tagen Telefon-Chat, also WhatsApp-Chat, habe ich dann die Meldung bekommen. Und also ich wollte mich am Mittwoch mit dir treffen und das war dann schon am Montag oder so. Ja, aber das kann man wissen jetzt. Ja, also, ich versuche es jetzt aus dem Gedächtnis zu ziehen. Ich habe den Dialog sogar aufgehoben. Ich muss das genau jetzt wissen. Ich spüre nämlich, du bist der Richtige für mich. Ja? Willst du mein Freund sein? Alles, was ich habe davon, ist ein Foto. Und ich habe geschrieben, du, ich treffe mich gern mit dir. Aber ja, ehrliche Antwort gebe ich halt jetzt nicht so. Ja? Und du musst nämlich wissen, ich könnte viele Männer haben, habe mir aber genau dich ausgesucht. Und sonst müsste ich mit dir Schluss machen und es würde mir das Herz brechen. Und dazu so Smiley, also Emoticons von gebrochenen Herzen und weinendes Smiles. Oh. Und da habe ich mir dann schon gedacht, ja, wahrscheinlich ist sie doch ein bisschen jünger, als ich mir gedacht habe. Aber habe halt brav mitgespielt. Und halt so gesagt, ja, du, wie gesagt, wir können uns treffen. Und dann kam, ja, dann kam nämlich noch die Beleidigung. Ja, du bist doch nur ein einsamer Programmierlehrer, der urfade Bietaucher-Videos macht. Also gewissermaßen, ich habe eh nichts zu tun und soll jetzt ihr Freund werden. Ja? Und ich wollte halt immer noch nicht wirklich. Und dann, bumm, es ist aus. Und dann so Explosionsgrafiken. Und dann noch ein paar Beleidigungen, wie fahrt die Bierdocher-Videos denn Sinn? Und dann schon so, Adios, ich wünsche dir viel Spaß in deinem geilen Bietaucherleben. Also ich habe meine... Wie denn Bi geschrieben? B-I-Taucher oder so. Also das ist ja nochmal... Aber ja, was ich schon irgendwie gewundert habe, ich meine, ich als in dem Alter, ich vermute jetzt einfach die 12, ja, wir haben halt nach zwei Schilling war diese Gesprächszeit aus und uns war es dann auch zu blöd. Wir haben irgendwie telefonisch beleidigt. Geworden. Ja, aber anscheinend mit WhatsApp können wir das tagelang durchhalten, ja, eine Fake-Beziehung aufbauen, um sie dann platzen zu lassen. Ja, das vielleicht war sie auch ein Bot. Genau, der Microsoft-Bot. Ja, eigentlich könnte man schon schreiben, ja. Skynet, das ist jetzt wirklich ja, wahr. Doch, ja, wäre lustig, einen 12-jährigen Bot zu schreiben. Ja. Ja, so viel zu meinem Leben. Ich hatte aber noch ein anderes Erlebnis, das ich euch auch nicht vorenthalten will. Und jetzt habe ich da nicht mitgeschrieben. Okay. Und zwar, ich habe. Sollst du dir erzählen noch einmal? Nein, den Zeitstempel habe ich nicht geschrieben. Und zwar hatte ich. Ich würde noch gerne dazu was sagen, weil mein Kopf hat sofort angefangen, darüber nachzudenken. Über das Ganze. Und jetzt kommt wieder dasselbe wie bei den Kurzgeschichten, etwas auf etwas, was ich vorhin gesagt habe mit dem Mail-Server und Graylisting. Selbstreferenzierend. Und zwar, was kann man gegen solche Sachen tun? Im Prinzip, es gibt nämlich etwas in der Informatik, das nennt sich Honeypot. Ja, so eine Logfalle. Ja, genau, richtig. Also theoretisch könnte man hingehen und das Ganze so lange hinhalten und da schreibt dich einer an, fragt dich dann, ja, bist du da? Ja, ja, ich bin da. Dann textet er dich zu und kommt keine Antwort zurück und dann liest du eigentlich mit oder sowas? Ja, ja, natürlich lese ich mit. Das ist alles, was man dazu schreibt. Das ist einfach nur ein Provokationsbot. Ja, einfach nur dazu, der reagiert auf die Frage, bist du noch da oder auf Fragezeichen, ja, ja, und das reicht schon aus. Und es dauert sicherlich ziemlich lange, bis die andere Person am anderen Ende merkt, dass sie die ganze Zeit nur verarscht wird. Das kann man die Lebenszeit stehlen. Ja, im Prinzip, ja, das müsstest du jetzt eigentlich gegen diesen Telefon-Terror einrichten. Ja, ja. Aber du kannst ja einfach nur selber das so machen. Ja, ja, passt schon.
Nein, ein anderes Erlebnis, das seltsamer Art, was ich hatte, ich habe recht viele Couchsurfer und habe mich mit einer Couchsurferin getroffen am Stephansplatz, vor der Haupteingang der Stephanskirche. Das ist aber schon länger her. Habe ich dir das schon erzählt? Oder? Nein, aber ich habe es gelesen auf Facebook. Ja, wurde auf Facebook gepostet. Ich erzähle es jetzt noch einmal her. Mhm. Und das ist schon länger her, so 2 Wochen circa. Und wie ich da halt so wart, also, und die Couchsurferin, mit der ich mich getroffen habe, die habe ich gekannt schon, die hat Maria geheißen und war aus Russland. Ja. Und wie ich da wart, kommt eine komplett andere Frau auf mich zu und sagt, hallo, bist du der Horst? Ich bin die Maria. Und das war für mich dann extrem verwirrend, weil ich habe auf eine andere Maria gewartet, aber ich war wirklich der Horst und ich habe wirklich auf eine Maria gewartet und sie wollte auch wirklich, dass ich jetzt also ihr Date bin. Aha. Weil sie gefunden, ich bin der Einzige, der da rumsteht und wartet. Und es war dann ein bisschen schwierig für mich halt, wenn sehr viele Einzelteile stimmen, dass trotzdem die Gesamtgleichung nicht stimmt. Also das überzeugend darzulegen. Ich hätte das. Und ja, am Schluss habe ich dann so, habe sie auf Facebook gepostet, hat uns ein Selfie gemacht mit 2 Marias, weil die andere dann auch gekommen ist. Oh. Und dann hat sie es aufgeklärt. Das Lustige war, Gott sei Dank, weil das hätte ja also wirklich nie, und die andere hätte, wäre dann eventuell gekommen und du wärst nicht mehr da gewesen. Ja, Hauptsache Maria, das ist die, ja eben. Aber, nein, aber das Lustige war, die Fake Maria oder die Maria 2 hat mir dann auf ihrem Handy das Foto von dem Horst gezeigt, den sie treffen wollte. Und der war wesentlich jünger, wesentlich schlanker und wesentlich schwarzhaariger als ich. Nein, ich bin blond, ja. Und dann haben wir sie natürlich darauf angesprochen, haben gesagt, du, der schaut mir aber überhaupt nicht ähnlich. Und sie hat gemeint, ach, geht schon, ein bisschen älter halt und zugenommen, kann ja sein. Ist er dann noch gekommen? Keine Ahnung, also ich bin dann mit der originalen Maria weggegangen und die habe ich dann stehen lassen. Das heißt, am Stephansplatz gab es 2 Horsts und 2 Marias, die sich treffen. Einen Horst und 2 Marias, wer weiß, ob der andere Horst aufgetaucht ist. Ja, gehen wir einfach mal von aus, aber 2 Marias wollten jeweils einen Horst treffen. Ganz genau. Und dann auch noch, dass das... Zur selben Zeit und beide mit, ja. Und dazu muss man sagen, dass Horst in Österreich ein sehr seltener Name ist. Naja, sehr, also... Es ist selten, ja. Ich bin oft meistens in jeder Klasse so der einzige Horst. Und Maria ist jetzt, okay, ein bisschen häufiger, aber auch nicht mehr so ein super häufiger Name. Tja, Zufall halt. Krass. Aber wie wir in den Biertauchen gelernt haben, ist der Zufall ja nur das Aufeinandertreffen von mehreren unwahrscheinlichen Ereignissen. Ja, das war halt genau da. Ich frage mich aber, warum ich dann nie im Lotto gewinne. Aber das ist wieder eine andere Sache. Das ist ja nur ein unwahrscheinliches Ereignis und daher kein Zufall. Tja. Krass. Ich bin wirklich hin und weg. Das ist cool irgendwie. Ich werde den Facebook-Posting verlinken, also ein Foto dabei. Ja, und dieses Foto ist dann natürlich in meinem Facebook-Bekanntenkreis wesentlich mehr geliked worden als mein üblicher kurdischer Polit-Spam, den ich sonst so poste, der meiner Meinung nach wichtiger ist. Ja. Ja, ich hätte auch noch was so schön erleben. Ja, und zwar, das ist erst heute passiert und noch nicht mal eine Stunde her, da bin ich nämlich zur Zypresse gegangen, rein zufällig, und habe dort... Hast du mich getroffen? Ja, du warst auch zufällig da. Ja, absolut. Ja. Und 1930, zufällig. Jedenfalls der Wirt, das ist... Zufälligerweise der Karib. Ja, genau. Nein, nicht zufällig. Zu dem wollte ich, aber der meint dann, ja, der hat was zu essen, aber es wird eine Überraschung. Und ihr habt es vorhin mitbekommen, wir hatten eine Pause und wir haben gut gegessen und ich denke, wir sollten auch mal davon erzählen, weil das ist ja im Prinzip auch schön erleben. Das war noch lebendiger Tintenfisch. Nein, das war eine andere Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. So, man muss dazu sagen, der Garib hat dem Dennis was zum Essen angeboten ja. Und der Dennis wollte wissen, was es ist. Und ich glaube, ich habe dich dann überredet, dass du das vorher gar nicht fragst. Ja, Garib hat mir wollte es nicht sagen. Und dann ist der Stefan dazugekommen und wollte auch mitmachen, aber Stefan hat sich ausbedungen, dass es vorher schon tot sein muss. Okay. Und das hat der Garib dann verraten. Ja, Garib weiß ja inzwischen, was ich gern mag und hat genau das. Es war wirklich überraschend. Ja, und was war es denn? Ja, und zwar, es war ein Rinderschnitzel mit Röstzwiebeln. Aber das ist jetzt... auf kurdische Art. Genau, richtig. Und das Kurdische ist wirklich ein großer Unterschied gegenüber dem, was wir Österreicher und Deutschen so kennen. Ein Schnitzel gehört hier
paniert und aus Schwein, weil nämlich das Wiener Schnitzel, das Schnitzel Wiener Art ist halt paniert aus Schweinefleisch. Du meinst, das echte Wiener Schnitzel ist aus Kalb. Ja, aber das ist dann nicht das, das ist das Wiener Schnitzel, aber das bekommt man ja kaum. Das, was du wirklich kriegst, ist ein Puten oder ein Schweinefleisch. Ja, genau, das ist dann das Schnitzel Wiener Art. Und was wir hier bekommen haben, ist aber ein Schnitzel. Das ist nämlich Rindschnitzel sogar. Und Schnitzel allgemein ist erstmal nicht paniert, sondern nur Wiener Art. Und die Besonderheit ist, in Österreich und Deutschland wird es gebraten und dieses war gekocht. Also ein Schnitzel gekocht ist für uns recht ungewöhnlich, aber es ist lecker. War gut, ja, kann man sagen. Ja, und ich liebe sowas und es war eine schöne Überraschung. Ich kann es nur empfehlen. Wir können ja mal wirklich sagen, das ist Fragen stellen. Ja, richtig, genau. Also wir können ja an dieser Stelle ausnahmsweise mal Werbung machen. Wir haben etwas davon, das müssen wir auch direkt dazu sagen. Wir sitzen jede Woche hier und das Essen ist aber gut. Also er hat uns dafür nicht bezahlt. Ja. Bei mir seit anderthalb Jahren. Ja, gleich bleibt gut. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr nehmen wollt, bestellt notfalls den Döner Royal. Der steht nicht auf der Karte drauf. Meine Herren, kann ich den Podcast für heute damit beenden? Jupp. Das haben wir ausgequasselt, weil wir sind ziemlich genau bei einer Stunde und ganz wenig. Dann geht es jetzt mit den Shownotes sehr schön aus, dass ich sie selber mache. Gut, damit sage ich bis nächstes Mal, nächsten Dienstag, 19.30 Uhr, an dieser Stelle, Zypresse, Westbahnstraße 35a. Tschüss. 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 So.